Wow, das war wirklich eine kostspielige Angelegenheit. Elena Ulich, 48, und Fritz Karl, 55, sind seit über 17 Jahren ein unschlagbares Team. Im August hat der charmante Österreicher allen Mut zusammengenommen und seiner Schauspielerin die alles entscheidende Frage gestellt, und sie hat ja gesagt. Mitte November war es dann endlich soweit, auf hoher See haben die beiden ihr Eheversprechen gegeben. Aber jetzt kommt's, die Hochzeit war wohl nicht gerade budgetfreundlich. In der neuesten Ausgabe der MDR-Talkshow Riverboot plaudert die 48-Jährige nun aus dem Nähkästchen und enthüllt einige spannende Details zu ihrer großen Feier. Wir haben bei der Hochzeit so richtig die Korken knallen lassen, dass wir beide jetzt erstmal wieder hart arbeiten müssen, um die Finanzen aufzupolieren, gesteht Elena lachend. Es war eine grandiose Feier, mein absoluter Prinzessinnenmoment. Nach dem Spektakel sind die vierfache Mutter und ihr frisch gebackener Gatte gleich wieder in den Alltag eingetaucht. Für Elena ist es immer noch ungewohnt, Fritz als ihren Mann zu bezeichnen, aber schön ist es trotzdem. Schon einige Tage vor der Trauung haben die beiden gegenüber der Bild-Zeitung verraten, dass sie sich für ihren großen Tag etwas Außergewöhnliches überlegt haben, das Eheversprechen wollten sie auf einem Flusskreuzfahrtschiff ablegen und zusammen mit ihren Gästen die Donau Richtung Österreich hinunterschippern. Klingt nach einer Hochzeit, die man so schnell nicht vergisst, und nach einer Menge Spaß auf hoher See.